Warum hat Harry Potter Severus Snape in den Heiligtümern des Todes vertraut? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Severus Snape, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes sprechen. Genauer gesagt werden wir einen bedeutenden Aspekt der Harry Potter Geschichte beleuchten: Harry Potters Vertrauen in Severus Snape. Während der gesamten Saga schwankt Harry in Bezug auf Snape hin und her. Die beiden haben eine wechselhafte Beziehung. Snape ist Harrys Professor, sein Lehrer, sein Vorgesetzter, aber er war auch der Mann, den Harrys Mutter abgelehnt hatte. Dies schuf eine Grundlage für Konflikte in ihrer Beziehung, die es schwierig machte, miteinander auszukommen. Zudem sah Snape in Harry viele Ähnlichkeiten zu James Potter, seinem einstigen Tyrann in der Kindheit, was er nur schwer überwinden konnte. In seinen letzten Augenblicken wird jedoch enthüllt, dass Snape auch einen Teil von Harrys Mutter in ihm gesehen hat, ihre Augen. Dies gab er erst zu, als er kurz vor dem Tod stand. Snape war ein stolzer Mann und versuchte immer gefasst zu bleiben und gab nur ungern Fehler zu. Doch die Wahrheit ist, dass Snape Unrecht hatte und er wusste es. Er wusste, dass er niemals die Schuld für die Taten seiner Eltern einem unschuldigen Jungen zuschieben sollte. Doch Snape ist nun mal Snape und er tat, was notwendig war, um mit seinen unglücklichen Umständen umzugehen. Angenommen also, dass Snape ein ehemaliger Todesser war, Harry während seines Lebens erheblich schikanierte und sogar Dumbledore vor seinen Augen ermordete, ist es schwer vorstellbar, wie Harry ihm jemals hätte vertrauen können, selbst auf dem Sterbebett. Dennoch, in den Heiligtümern des Todes, als Snape zusammenbricht, nachdem er brutal von Nagini angegriffen wurde, blickt Harry auf einen verletzlichen Schatten des Snapes, den er kannte. Zu diesem Zeitpunkt sammelte Harry Snapes Tränen ein. Ein schreckliches, röchelndes, gurgelndes Geräusch entwich Snapes Kehle. Nimm es, nimm es! Etwas, das mehr als nur Blut war, sickerte aus Snape. Es war silbrig-blau, weder gasförmig noch flüssig. Es strömte aus seinem Mund, seinen Ohren und seinen Augen. Harry wusste, was es war, aber er wusste nicht, was er tun sollte. Hermine drückte ihm ein Fläschchen in die zitternde Hand, das aus dem Nichts herbeigezaubert worden war. Harry füllte die silberne Substanz vorsichtig mit seinem Zauberstab in das Fläschchen. Als dieses bis zum Rand gefüllt war und Snape den Anschein hatte, als hätte er kein Blut mehr in sich, lockerte er seinen Griff um Harrys Gewand. In dieser Szene überreichte Snape Harry seine Tränen, damit dieser sie in das Denkarium bringen konnte. Der Zweck war einfach: Harry die gesamte Geschichte zu erzählen und ihm zu helfen, seine eigene Tragödie zu verstehen, außerdem Harry die Wahrheit zu sagen. Erschöpft und gekränkt begab sich Harry in Dumbledores Büro. Dort ging er direkt zum Denkarium und goss Snapes Tränen ein. In diesem Augenblick erfährt Harry endlich, dass Snape tatsächlich zu den Guten gehörte. Snapes Vergangenheit wird enthüllt, seine Tragödie, die Schikanen durch Harrys Vater, sein verzweifelter Versuch, das Leben von Harrys Mutter zu retten und die Gespräche mit Dumbledore, die seine wahren Beweggründe offenbaren. Und plötzlich wurde alles klar. Aber in dieser Szene habe ich mich immer gefragt, warum Harry Snape vertraute. Zu diesem Zeitpunkt hatte Snape noch nicht bewiesen, dass er zu den Guten gehörte. Voldemort hatte Snape zwar angegriffen, aber Voldemort war ein skrupelloser dunkler Zauberer, der dafür bekannt war, sich aus Wut auch gegen seine eigenen Anhänger zu wenden. Könnten Snapes Tränen nicht eine allerletzte Ablenkung gewesen sein, ein letzter Dienst für einen treuen Diener des Dunklen Lords? Zwei Möglichkeiten kommen mir sofort in den Sinn, wie Snape Harry hätte täuschen können. Die erste Möglichkeit ist natürlich, dass Snape im Sterben lag, aber dennoch Voldemort gegenüber loyal blieb. In diesem Szenario könnte Snape durchaus seine Erinnerungen manipuliert und Harry in den Tod geschickt haben. Die alternative Möglichkeit besteht darin, dass Snape tatsächlich nicht im Sterben lag und dass dies alles eine raffinierte List war. Da Malfoy derjenige war, der Dumbledore entwaffnete, ist es nicht völlig unvernünftig anzunehmen, dass Malfoy Snape davon erzählt haben könnte. Eine Nachricht, die er an Voldemort weitergeleitet hätte, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich das Eigentum durch Entwaffnung anzueignen. Mit Harrys Emotionen spielend, könnte die ganze Inszenierung von Snapes Tod ein ausgeklügeltes Arrangement gewesen sein, um Harry in eine heikle Situation zu bringen. Nun, es gibt also einige Gründe, warum ich denke, dass Harry Snape vielleicht nicht hätte trauen sollen. Doch andererseits gibt es auch Argumente dafür, dass Harry in diesem Moment die richtige Entscheidung getroffen hat. Erstens war es völlig ungewohnt, Snape in einem solchen Zustand zu sehen, und obwohl Harry ängstlich war, wusste er tief in seinem Inneren, dass Snape ihm nicht vertrauen würde. Er wusste, dass Snape sich unter keinen Umständen in eine derart komprimierende Lage begeben würde. Er wusste nicht, warum er es tat, warum er sich diesem sterbenden Mann näherte. Er wusste nicht, was er empfand, als er Snapes bleiches Gesicht und die Finger sah, die verzweifelt versuchten, die Blutung an seinem Hals zu stoppen. Harry nahm den Unsichtbarkeitsumhang ab und starrte auf den Mann, den er verabschiedete.
verabscheute. Snapes schwarze Augen weiteten sich, als er versuchte zu sprechen. Harry neigte sich über ihn und Snape griff nach dem vorderen Teil seines Umhangs und zog ihn näher an sich. Harry ging nicht völlig unbereitet vor, er kannte die Täuschungsfähigkeiten, die Snape besaß, aber in diesem Moment wurde er Zeuge davon, wie ein Mann, der normalerweise stolz und gefasst war, völlig zusammenbrach und hilflos war. In diesem Augenblick überkam Harry der Gedanke, dass Snape vielleicht nicht so schlimm war, wie er immer gedacht hatte. Harry wusste nicht genau warum, aber er spürte, dass er sich Snape in seinen letzten Augenblicken nähern musste, und das stellte sich als die richtige Entscheidung heraus. Snape starb, als er in die Augen eines Jungen blickte, der ihm mehr bedeutete, als Harry jemals erahnt hatte. Es war der Junge, der das Gesicht des Mannes gezeichnet hatte, der ihn in seiner Kindheit schikaniert hatte, und die Augen der einzigen Frau, die er je geliebt hatte, derselben Frau, die ihr eigenes Leben opferte, um diesen Jungen zu retten. In seinen letzten Atemzügen, zumindest in der Filmversion, blickte Snape direkt in Harrys Gesicht und sprach die legendären Worte: „Du hast die Augen deiner Mutter, Harry." Die Augen hatten Snape mehr Schmerz bereitet als alles andere in seinem Leben. Gleichzeitig waren es jedoch genau die Augen, die es Snape ermöglichten, Liebe zu empfinden und sich lebendig zu fühlen. Im Buch sagte er schlicht zu Harry: „Schau mich an." Ich denke, Snapes Verwundbarkeit zusammen mit Dumbledores wiederholter Behauptung, dass Snape auf ihrer Seite stand, reichte Harry aus, um ihm eine Chance zu geben. In den letzten Büchern bekräftigte Dumbledore immer wieder, dass Snape auf ihrer Seite war, auch wenn er von anderen immer wieder darauf angesprochen wurde. Die anderen haben ihm nicht vertraut und waren nicht überzeugt. Außerdem erklärte Dumbledore nie, warum er Snape vertraute, sondern betonte nur, dass er es bedingungslos tat. Selbst an dem Tag, an dem Snape Dumbledore tötet, spricht Harry das Thema von Snapes Loyalität ihm gegenüber an. „Aber er ist ein sehr geschickter Okklumentiker, nicht wahr, Sir?“, sagte Harry, dessen Stimme zitterte, während er sich bemühte, ruhig zu bleiben. „Und ist Voldemort nicht überzeugt, dass Snape auf seiner Seite steht, selbst jetzt? Professor, wie können Sie sich so sicher sein, dass Snape auf unserer Seite ist?“ Dumbledore schwieg einen Moment lang und schien zu überlegen. Schließlich antwortete er: „Ich bin mir sicher. Ich vertraue Severus Snape uneingeschränkt." Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, warum Harry Snape vertraut hat. Habt ihr euch auch jemals Gedanken darüber gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um keine wertvollen Inhalte mehr zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.